Morgen. Da ich gebeten worden bin, mal Hundefutter zu kochen, mache ich das heute mal. Also, ich habe hier schon mal einen Topf mit Wasser aufgesetzt. Ohne Salz. Ich mach das schon mal an. Dann brauchen wir noch Reis, eine Möhre und ich habe hier 100 Gramm Schweinefleisch. Ihr könnt auch anderes Fleisch benutzen, ist egal welches. Hauptsache, es hinterher schön durch. Aber ich werde jetzt das Schweinefleisch noch ein bisschen klein schneiden, damit es schneller gar wird. So, das Schweinefleisch habe ich klein geschnitten. Das Wasser kocht noch nicht und deshalb nehme ich jetzt schon mal die Möhre und werde die schälen und klein schneiden, denn das kommt später auch in unser Hundefutter. So, ich habe die Möhren in kleine Würfel geschnitten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie aber auch in Scheiben schneiden. Und jetzt geben wir das Fleisch und den Reis zusammen in den Topf. So, wenn das Wasser kocht, da rein. Den Reis. Das kann ruhig alles zusammenkochen. So. Und wenn der Reis gut ist, dann ist auch das Fleisch gut. So, das Ganze kocht und die Möhren werden darüber gedünstet. So. Decke ich dann noch ein bisschen ab. Damit sie auch gar werden. So, das Ganze ist jetzt fertig. Ich mache das jetzt aus. So, und dann kommt das jetzt. Werde ich eben noch den Reis abschrecken und dann kommt der Reis in eine Futterschüssel. So, das Ganze sieht dann so aus. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr Fleisch nehmen und dafür weniger Reis. Ich habe jetzt mal den ganzen Beutel genommen, weil ich keinen Reis mehr brauche. Das, wie es dem Hund schmeckt, zeige ich euch nachher, wenn es kalt geworden ist. Ihr könnt es natürlich auch lauwarm servieren. Und das Rezept könnt ihr auch benutzen für eure Katzen, wenn ihr möchtet. Ich zeige euch nachher, wie es denen geschmeckt hat. Also dem Hund und auch, dass die Katzen das essen dürfen. Ja, und jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Was war da drauf? Kocht das Essen. Oh, der Kali nimmt sich auch was. Also den Katzen schmeckt es. Mal gucken, wie Spike das gleich findet. Das war jetzt klar, Moritz, ne? Er ruft die Dings an. Zirkel. Ja, Spike und Moritz teilen. Wie immer. Also dem Spike schmeckt es auch.